Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Skorpion, du wartest vielleicht sehnsüchtig auf Neuigkeiten in Sachen Geld, vielleicht auf einen lang erwarteten Scheck in der Post. Allerdings kann es immer noch zu Verzögerungen kommen, was ziemlich frustrierend sein kann. Trotz deines Wunsches nach einer Lösung ist es wichtig zu erkennen, dass du wenig tun kannst, um die Dinge zu beschleunigen. Am besten ist es, wenn du dich ablenkst und deinen Fokus von der bevorstehenden Ankunft des Schecks weglenkst. Beschäftige dich mit Aktivitäten, die deine Aufmerksamkeit fesseln, wie ZB ein fesselndes Buch zu lesen und deine Lektüre nachzuholen. Die Wahrheit ist, dass du dich oft danach sehnst, woanders zu sein, und dich deinem Abenteuergeist hingibst, der dich in die Weiten des Universums lockt. Praktiken wie Yoga und Meditation haben das Potenzial, dir Momente der Gelassenheit und des inneren Friedens zu schenken, die es dir ermöglichen, die Grenzen deiner aktuellen Lebensumstände zu überwinden. Was deine Ernährung angeht, ist es wichtig, dich zu erden. Achte auf ein gesundes Immunsystem, um Schwachstellen abzuwehren. Neben einer ausreichenden Flüssigkeitszufuhr kannst du auch frischen Zitronensaft und Echinacea in deine Routine integrieren. Die Woche beginnt für dich etwas ruhiger und es kann sein, dass du dich in den emotionalen Überbleibseln des Wochenendes verfangen hast. Um zu verhindern, dass du dich in den Fängen der Vergangenheit verlierst oder in Zukunftsfantasien schwelgst, solltest du deine Energie auf den gegenwärtigen Moment richten. Wenn du deine Achtsamkeit förderst und dich im Jetzt verankerst, kannst du dich besser durch die emotionale Landschaft bewegen. Ein tiefes Gefühl von Harmonie und positiver Energie durchdringt deine Interaktionen mit deinem Partner. Wenn eure Beziehung in letzter Zeit durch Herausforderungen oder Konflikte gestört wurde, ist jetzt die richtige Zeit für eine offene und ehrliche Kommunikation. Die vorherrschende himmlische Ausrichtung fördert ein Umfeld, in dem man die Sichtweise des anderen verstehen und sich versöhnen kann. Nutze diese Gelegenheit, um einander näher zu kommen und die Freude an gemeinsamen Aktivitäten wieder aufleben zu lassen. Wenn ihr eure Energien in Einklang bringt, wird die Süße des Lebens spürbar. In der kommenden Zeit sind die kosmischen Kräfte in der Lage, wichtige Enthüllungen in deinem Leben zu machen. Geheimnisse und verborgene Wahrheiten, die in den Schatten verborgen waren, treten ans Licht und bringen dich auf eine Reise der tiefgreifenden Selbsterkenntnis. Wenn du dich auf diese transformative Energie einlässt, kann das anfangs Unbehagen auslösen, da die Wahrheiten deine bisherigen Erzählungen in Frage stellen. Erkenne jedoch, dass diese Enthüllung ein wesentlicher Bestandteil deines Wachstums und deiner Entwicklung ist. Deine Intuition, ein Leuchtfeuer auf dieser Reise, wird dich durch den Prozess führen, die Bedeutung der enthüllten Wahrheiten zu entschlüsseln und sie in die Erzählung deines Lebens einzuweben. Vertraue auf den großen Plan des Universums und deine eigene Widerstandskraft, denn du wirst aus dieser erleuchtenden Zeit mit neuer Kraft und Weisheit gestärkt hervorgehen. Unter dem Einfluss des Wassermannmondes, der ein T-Quadrat mit der rückläufigen Venus und dem Uranus bildet, fließt dein Herz über vor grenzenloser Großzügigkeit und Mitgefühl. Diese Zeit treibt dich dazu an, deinen Lieben bedingungslos Liebe zu schenken und Grenzen und Begrenzungen zu überwinden. Während Venus ihre rückläufige Reise antritt, tauchst du in die Tiefen deiner Gefühle und Beziehungen ein und schälst Schichten von Verbindungen, die bisher verborgen waren. Mach dich auf unvorhergesehene Wendungen gefasst, denn Uranus rückläufig bringt ein Element der Unberechenbarkeit in deine Interaktionen. In dieser Phase navigierst du durch das empfindliche Gleichgewicht zwischen der Großzügigkeit der Liebe und den Überraschungen, die das Leben und die Liebe unweigerlich mit sich bringen. Dieses Kapitel deiner Reise ist geprägt von Romantik, Kreativität,
Zärtlichkeit und unerwarteten Begegnungen. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir zwei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den Tag ein. Lassen wir uns auf die Geheimnisse ein und vertrauen wir darauf, dass die empfangenen Botschaften uns zu Wachstum und Verständnis inspirieren werden. Der Ritter der Münzen steht für Sachlichkeit, Verantwortung und Sorgfalt. Diese Karte deutet darauf hin, dass du heute ein starkes Gefühl der Verantwortung und des Engagements für deine Ziele verspüren könntest. Sie steht für harte Arbeit, Zuverlässigkeit und die Konzentration auf die praktischen Aspekte des Lebens. Der Ritter der Münzen ermutigt dich, methodisch und diszipliniert an deine Aufgaben heranzugehen. Er erinnert dich daran, dich deiner Verantwortung zu stellen und langfristige Stabilität zu bevorzugen. Diese Karte fordert dich auf, verlässlich und fleißig zu sein. Neben dem Ritter der Münzen haben wir den König der Kelche. Diese Karte steht für emotionale Reife, Mitgefühl und Verständnis. Sie steht für eine Zeit des emotionalen Gleichgewichts, des Einfühlungsvermögens und der Fähigkeit, mit herausfordernden Emotionen mit Anmut umzugehen. Der König der Kelche lädt dich dazu ein, deine emotionale Intelligenz zu nutzen und Situationen mit Einfühlungsvermögen und Freundlichkeit zu begegnen. Er erinnert dich daran, mit deinen Gefühlen und denen anderer in Einklang zu sein. Diese Karte steht für eine Zeit der emotionalen Stabilität und für die Fähigkeit, anderen Unterstützung und Trost zu spenden. Der Ritter der Münzen und der König der Kelche bilden zusammen eine interessante Kombination für diesen Tag. Der Ritter der Münzen betont Sachlichkeit und Verantwortung, während der König der Kelche emotionale Intelligenz und Mitgefühl hervorhebt. Mach dir heute die Energie des Ritters der Münzen zu eigen, indem du methodisch und verantwortungsvoll an deine Aufgaben herangehst. Konzentriere dich auf deine Aufgaben und lege Wert auf langfristige Stabilität. Sei zuverlässig und fleißig in deinem Handeln. Gleichzeitig verkörperst du die Energie des Königs der Kelche, indem du mit emotionaler Intelligenz und Einfühlungsvermögen an Situationen herangehst. Sei im Einklang mit deinen Gefühlen und denen anderer. Biete denjenigen, die es brauchen, Unterstützung und Trost an. Diese Deutung bedeutet einen Tag der Sachlichkeit, der emotionalen Intelligenz und des Potenzials, anderen Unterstützung zu bieten. Mach dir die Energie des Ritters der Münzen zu eigen, indem du dich deiner Verantwortung stellst. Nutze die transformativen Qualitäten des Königs der Kelche, indem du Situationen mit Einfühlungsvermögen und Verständnis angehst. Denke daran, zuverlässig und gewissenhaft zu handeln und sei offen dafür, deine Mitmenschen zu unterstützen. Wenn du die Qualitäten des Ritters der Münzen und des Königs der Kelche kombinierst, kannst du den Tag mit einem Sinn für Sachlichkeit, emotionaler Reife und dem Potenzial für positive Auswirkungen auf dich und andere meistern.